Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video anders eröffnen kann als mit dem Dude. Es geht nicht. Der White Russian ist der Dude und der Dude ist der White Russian. Das ist untrennbar miteinander verbunden, zumindest für alle aus meiner Generation, für die The Big Lebowski von den Coen-Brüdern ein absoluter Kultfilm ist. Und der White Russian passt auch einfach gut zum Dude. Der ist einfach zu machen, er ist easy zu trinken und wenn man es mit dem Mischungsverhältnis mal nicht ganz so genau nimmt, dann kommt da trotzdem ein leckerer Cocktail bei raus. Und ja, genau den machen wir heute zusammen in diesem Video. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Film The Big Lebowski ist nicht nur ein Kultfilm, sondern er hat den White Russian auch zu einem Kultcocktail gemacht. Der Film stammt von 1998 von den Coen-Brüdern, ist fantastisch besetzt mit Leuten wie Steve Buscemi, John Goodman, natürlich Jeff Bridges, Philip Seymour Hoffman, um nur einige zu nennen. Und ja, der White Russian spielt in dem Film sowas wie die heimliche Hauptrolle oder zumindest eine gewichtige Nebenrolle. Manchmal hört man sogar, der Drink wäre für den Film erfunden worden. Das ist natürlich falsch. Er stammt von 1961, ist da erstmalig im Diners Club Drink Book erwähnt, allerdings auch nur als Fußnote, als Variation zum Black Russian. Wer ihn erfunden hat, ist nicht überliefert, ist bis heute nicht belegt. Der Black Russian wiederum stammt von einem belgischen Barkeeper namens Gustav Tops, der diesen Drink zu Beginn des Kalten Krieges 1949 im Hotel Metropol in Brüssel zu Ehren des amerikanischen Botschafters in Luxemburg erfunden hat. Im Film trinkt der Dude 7 bis 9 White Russian, das kommt so ein bisschen auf die Zählweise an. Es gibt Szenen, da sieht man vor ihm ein leeres Glas stehen, wenn man das mitzählt, dann kommt man eben auf 9. Und ja, wir machen ihn heute in einer Variante, wie er aus meiner Sicht optisch am schönsten präsentiert ist. Und wir werden sehr gute Zutaten verwenden, sodass es einfach auch ein qualitativ sehr hochwertiger Cocktail wird. Wir verwenden dazu heute als Kaffeelikör den australischen Mr. Black. Das ist ein sehr natürliches Produkt, deutlich weniger Zucker als andere. Und Mr. Black wurde 2013 gegründet in der Nähe von Sydney in Australien. Das Besondere an dem Mr. Black Kaffeelikör ist, dass der Hersteller sowohl den Wodka, der die Spirituose bildet, selbst destilliert, als auch den Cold Brew, also den Kaffeeansatz, für den Likör selbst herstellt und das dann eben zu diesem Produkt vermehrt. Weil er weniger Zucker hat, ist er vielseitiger einsetzbar in Cocktails, denn wenn man dann noch Süße braucht, kann man sie hinzufügen. Süße nachträglich wegnehmen ist halt relativ schwierig. Dazu kommt der Freimut-Wodka, ein deutscher Bio-Wodka, der sehr samtig ist, sehr weich schmeckt mit Schoko- und Kaffeenoten, passt hier wunderbar zum Drink. Wer mehr über den Freimut-Wodka erfahren will, dem verlinke ich hier das Video zum Espresso-Martini. Da habe ich dazu schon mal ein bisschen mehr erzählt. Wir starten aber jetzt mit unserem White Russian. Ich sagte ja schon, der White Russian ist recht einfach zuzubereiten. Er wird direkt im Servierglas gebaut. Das heißt, wir brauchen kein Rührglas, keinen Shaker. Wir brauchen noch unseren Jigger. Ich habe hier einen Jigger in Liquid Ounces, dem amerikanischen Maß, weil mein Rezept eben mit diesen Angaben ist und die Umrechnung manchmal zu krummen Werten führt, die mit einem Milliliter Jigger dann recht schwer abzujiggern sind. Wir brauchen für den Anfang Zuckersirup und zwar eine Viertelunze. Von unserem Kaffeelikör brauchen wir eine ganze Unze. So. Und dann kommt der Wodka mit 2 Unzen. Das Ganze kommt in unser Glas. Wir rühren das schon mal leicht um. So. Jetzt geben wir Eis dazu. Und rühren das Ganze eine Weile kalt. Wie bei der Arbeit im Rührglas, wir lassen den Löffel nur außen am Glas entlang gleiten und wir rühren so lange, bis das Glas außen auch richtig schön kalt ist.
Das dürfte so 70 bis 100 Stiers brauchen. Also mit außen am Glas entlang gleiten ist natürlich innen außen gemeint, nicht außen außen. So, jetzt ist das Glas außen schön kalt. Wir geben noch mal ein bisschen Eis nach. Bei dem Drink ist es wichtig, dass das Glas relativ gut mit Eis gefüllt ist, denn jetzt kommt die Sahne dazu. Die soll eine schöne Krone bilden, aber wir wollen nicht zu viel Sahne zugeben müssen, um die gewünschte Fülllinie zu erreichen. Deshalb ist das Eis als Ausgleich sehr wichtig. So, dann kommen wir jetzt zur Sahne. Ich habe hier drin Schlagsahne und dann habe ich hier so einen Milchaufschäumer. Den Trick habe ich mir geklaut von Seppo Galumbi von seinem Blog. Den verlinke ich euch unten in der Beschreibung dieses Videos. Und damit schlagen wir die Sahne jetzt schaumig. Man muss da aufpassen, dass man sie nicht zu Butter schlägt, dass sie nicht zu fest wird. Aber sie soll eben als Layer hinterher auf unserem Drink liegen. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon gereicht hat. Wir nehmen dazu eine Pipette und uns von unten ein bisschen was von der Sahne und träufeln uns das hier so auf die Hand. Und dann stellen wir fest, die ist noch nicht ganz fest genug, aber auch nicht weit davon weg. Also kriegt sie nochmal ein, zwei Sekunden. So, mehr machen wir jetzt nicht. Na, das legen wir mal so, dass ihr das Glas auch noch seht. Und jetzt floaten wir diese Sahne hier über einen der Eiswürfel oben auf unseren Drink. Und dann haben wir hier den White Russian. Den kann man jetzt mit einem Strohhalm zum Beispiel oder mit einem Löffel verrühren. Oder, so mag ich es am liebsten, man trinkt jetzt einfach durch unsere aufgeschlagene Sahne diesen Drink und dann vermischt sich das auf dem Weg in den Mund. Finde ich die schönste Variante, schmeckt mir am besten und genauso werde ich ihn jetzt auch mal probieren. Das ist so eine wundervolle Kombination. Wenn man den mal mit einem anderen Wodka gemacht hat, dann weiß man, dass hier schon so ein bisschen diese Schokonoten drin sind. Und vor allem schmeckt man natürlich den Kaffee. Und durch die Sahne gibt es ein wunderbar schönes Mundgefühl. Ist ein ganz, ganz leckerer Cocktail. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, es ist eher ein Wintercocktail. Vielleicht ist es ein perfekter Herbstcocktail und der steht ja vor der Tür. Ich kann euch nur empfehlen, habe ich da noch Sahne? Ich kann euch nur empfehlen, mischt den nach, probiert das aus, probiert es auch mal in der Variante, trinkt das durch die Sahne. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob dem so war. Und ich will euch noch was empfehlen, nämlich den YouTube-Kanal von Ingo Filmfreak. Der macht schöne, knackige Reviews zu Filmen von früher und zu Filmen von heute und unter anderem auch eins zu The Big Lebowski. Ja, und sich das anzugucken und dazu einen White Russian zu trinken, ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, über ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch heute fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.